Was mache ich denn zuerst? Keine Ahnung. Ja, machen wir ein paar davon. Das heißt, ich hätte auch ganz gerne wieder Superkondukteure. Superkondukteuren haben wir noch nicht automatisiert, ne? Nee, haben wir nicht. Ja gut, dann reiße ich das hier erstmal ab. Ja, das klingt gut. Und dann baue ich noch mehr Schmelzöfen, sobald ich Tin habe. Ich brauche mehr. Da. So, also das alles einmal weg, bitte. Nip. So. Was sagen die Roboter? Fast alle beschäftigt. Nee. Und noch? Nee, okay. Dann mach mal bitte hier raus in die lila Kiste. Ich versuche jetzt die alle so nach und nach ein bisschen da wegzubekommen. Das hier muss alles auch weg. So, so. So. Und ich hoffe, bis hier reicht das. Das heißt, hier ist jetzt das Ende von unserer Schmelzanlage. Hier. Miep. Fehlen nur noch 5 Stück. So, das heißt, die Ärzte müssen nur bis hier gehen. Alles mitnehmen. Und die hier können dann gleich... Also brauchst du noch ein Ärmchen. Raus, rein, gut. Das weg. Das heißt, die können hier schon einen Knick machen. Und sich darauf legen. Du kannst hier den Knick schon machen. Und darauf gehen. Die gehen zusammen da drauf und das wird ein schnelles Fließband. Naja, wobei. Brauchen wir das überhaupt? Oder machen einfach direkt hier Kisten hin? Aber ich mach direkt da Kisten hin. So. Also gehen die beide nur bis jeweils da. Hier sind... Nimm. 5 Ärmchen. Die tun das alles in... rote Kisten, die wir nicht haben. Bau, rote Kisten, lila Kisten, gelbe Kisten, blaue Kisten, Baukisten. Gut. So. Dum. Schön. So, das hier kann alles weg an Fließbändern. Das machen bitte die Roboter. So. Und damit dürften die Roboter jetzt eine Weile ausgelastet sein. Gut. Alle sind am Fliegen. Ihr reicht nicht, richtig? Ne. Die Ärmchen sind zu langsam. Das heißt, ich brauche die schnelleren Ärmchen. Die ich jetzt schon... Ja, wo es an den grünen Dingern mangelt. Aber die grünen kann ich herstellen. Das hatte ich vor ein paar Folgen festgestellt. Es war nur ein bisschen friemelig. Das heißt, ich sollte jetzt mal diese komischen grünen Bretterdinger da vorbereiten. Die da? Genau. Das müssten wir in einer Fabrik machen. Und wir bräuchten wieder diese Ferric-Lösung. Und Gold und Glas. Habe ich Glas? Fordere mal Glas an. Da. Soll ich jetzt jedes Mal wirklich hier das mit dem so machen? Also bei jeder Fabrik, die eine Ferric-Lösung braucht, direkt das dahin bauen? Oder soll ich nicht einfach lieber eins davon machen und dann mit Rohren die Dinger einzeln befüllen? Wobei das wieder komisch aussieht. Na, geht. Ich hab's gerade aufgebaut. Muss ich schon wieder abreißen? Das ist doof. Und du stehst hier übrigens falsch rum. Genau. Du da oben auch. Gott. Ja, also müsste ich eigentlich abreißen. Das heißt, ich baue die nächste Fabrik. So. Das kann alles weg. Die nächste Fabrik hier unten hin und dann werden die alle drei von dem einen da befüllt. So, du bapp dich mal hier. Oh ne, das ist falsch. Wir haben ja ein anderes Muster hier. Das müsste so sein. Oh warte, ich kann einfach das von hier weiterziehen. So, dann bräuchte ich jetzt nur noch ein paar davon.
und dann passt das auch. Was ist eigentlich mit dem Uranit hier? Das ist eine unendliche Quelle, ne? Das heißt, der Platz hier muss später frei bleiben, falls wir wirklich Uranit in größeren Mengen brauchen. Also, wir werden angegriffen, aber 16 Türme schießen, das ist alles gut. So, jetzt bitte dich dahin. Und du stellst jetzt diese grünen Teile daher. Dafür brauchst du ebenfalls Ferric-Lösung. Das heißt, ich mache jetzt dich hier leider wieder weg. So. Und dich hier leider auch wieder weg. Und dich auch weg, weil ich brauche jetzt ein mehr Platz hier. So, und dann kommt erst der da. Und dann kommen die Ärmchen für rein und raus. Und dann verstecke ich das Ganze hier mit ganz vielen gelben Kisten. So, du da, du da, du da. Und du hättest gerne die Ferric Container. Und das war's. Mit ich? Warum kommt da jetzt nichts? Weil wir keine Ferric Container haben. Weil ich die alle habe. Du schmeißt die da rein. Du tu die da rein. So, und jetzt kann ich von hier aus einfach so, so machen. Und so und nicht so machen. Da, 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 da. Und dann kann ich alle Fabriken, die hier auf der linken Seite sind, mit der Ferric-Lösung befüllen. Und so könnte ich das auf der rechten Seite machen, falls wir irgendwas anderes haben, was dafür Schwefelsäure braucht oder was auch immer. Dass halt alle die Fabriken, die eine Flüssigkeit brauchen, auf derselben Seite sind und den Rührenden verbunden werden. Du nochmal den hier. Dim, 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 dim. Und du machst da einen Anschluss. Und eigentlich müsste ich dazwischen irgendwie einen Tank klemmen, oder? Nee, die Rohre sind groß genug. Die Dinger brauchen ja jeweils nur einen. Das ist okay. So, was brauchst du denn noch so Schönes? Du brauchst erstmal Kiste. Kiste. Ärmchen, Ärmchen. So, du brauchst Fiberglassboard. Oh, das ist wieder was anderes. Okay, du brauchst Copperplate, Goldplate und Fiberglass. Copperplate ist nicht schlimm. Goldplate ist schon schlimmer. Und jetzt das Fiberglas-Gedöns. Da. Wovon ich noch keine Ahnung habe, wo das herkommt. Aus Plastik und Glas. Fiber, Glas. Hm? Ja, gut. Da brauchen wir keine so super tolle Fabrik, denke ich. So, mach mal so. Und so. Aber schön, dass das nichts irgendwie Extravagantes braucht. Ich habe die Nase nämlich langsam ein bisschen... Falsch rum. Ein bisschen voll von diesen endlosen Rattenschwänzen mit... Oh, ich hätte gerne Produkt A. Dann hol doch erstmal Subprodukte, Subkomponente B, C und D. Und für D brauchst du dann noch X und Y und... Ah. So, du gib mir bitte Plastik und Glas. Plastik und Glas. Und du stellst bitte her Fiberglasboard und davon bitte nur zwei Stacks. So. Wir haben sogar ein bisschen Gold, das ist schon mal sehr schön. Auch wenn ich die Goldplatten eigentlich eher selber bräuchte für die Speed-Module. Aber gut. So, was fehlt jetzt noch für die da? Das ganze Gedöns, was wir auch für die weißen Chips brauchen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach zu den weißen Chips und klaue mir aus deren Kiste eine Handvoll jeweils von den Sachen. So. Und davon auch ein bisschen was. Und dann fehlen jetzt nur noch Integrated Electronics. Okay, das ist wieder was Neues. Integrated Electronics brauchen Schwefelsäure. Yay! Und damit hätten wir das, was wir auf der rechten Seite irgendwo verstecken müssen. Und das verstecke ich hier. Weil die Ölgeschichte brauchen wir hier anscheinend langfristig. Weil das die einzigen Ölfelder sind, die wir haben. Naja, außer da oben irgendwo versteckt. Wobei, ich denke, im High-High-High-Tech-Bereich... Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Im High-High-High-Tech-Bereich werden wir sogar Öl replizieren. Und das sogar ziemlich schnell. Aber bis dahin bleibt das hier bestehen. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Fabrik hin.
Und ich mache hier das Ding hin und du kippst bitte Schwefelsäure aus. Was jetzt nicht so wirklich sicher klingt. Dahin. Dann brauchst du wieder ein Ärmchen rein und raus. Raus, rein. Und du hättest gerne Schwefelsäurefässer. Die müssten wir schon vorbereitet haben. Glaube ich. So, dann kommen da die nach unten. Die nach unten. Du nach da. So, und du stehst jetzt bitte hier. Integrated Electronics. Und dafür brauchst du noch mehr Gedöns. Das ist okay. Du da, du da. Es ist Zeit für ein Blueprint hiervon, oder? Von Fabrik und Kiste Ärmchen. Ich glaube schon. So, du brauchst Silicon Wafer, Tin Copper Wire und Plastik. Die Ärmchen sind falsch rum. So, also Plastik habe ich mir merken können. Tin Copper Wire habe ich mir merken können. Silicon Wafer. Da. So, achso, und dich beschränken auf 2 Stacks, denke ich. Jetzt fängt er gleich an zu arbeiten. Und dann können wir auch die ersten grünen Chips erstellen. Und damit kann ich die schnellen Ärmchen machen. Und die schnellen Ärmchen will ich ja primär haben für das Einladen der Eisenplatten und Kupferplatten. So, da 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 da, die ersten grünen Chips. Früher waren grüne Chips irgendwie so mäh. Jetzt sind grüne Chips das High-End-Überhaupt-Ding. Glaube ich zumindest. Naja, wobei, das kann nicht das High-End-Zeug sein. Warte mal. Braun ist äquivalent zu grün. Weiß ist äquivalent zu rot. Und grün ist äquivalent zu blau. Es gibt noch lila. Das heißt, eins fehlt hier noch. So, gib mir mehr davon. Was fehlt jetzt? Die da. Nimm mal ein bisschen mehr davon. Und jetzt fehlen die grünen Bretter. So, noch 2 davon. Das heißt, ich kann jetzt ein paar von den Knickärmchen machen, richtig? 2 Stück. Ernsthaft? Oh Gott. Die sind teuer. Gut. Wie sieht's aus mit der Auxiliary Station? Dafür bräuchten wir grüne Platten, und zwar richtig viele. Ja, richtig viele grüne Platten. Die sind hier. Sagte ich richtig viele? Das waren nicht gerade richtig viele. Ich brauche viel mehr davon. Bau schon mal 3 davon als Vorbereitung. Und ich guck mal, was mit meinen grünen Platten nicht stimmt. Ah, die Kiste da ist eine blaue Kiste. Die sollte aber anders funktionieren. Mach mal so, du nimmst jetzt nur die grünen Platten raus. Und wir beschränken dich einfach auf so. Das heißt, es sind immer genug grüne hier drin. Und es ist immer genug Eisen da und alles klappt soweit. Gut, und ich hätte gerne sehr viel davon. Was sind Magneten? Magnete werden hergestellt, werden aus Fließband gelegt. Ich hätte aber auch ganz gerne Magnete im System. Also mach bitte mal so. Und so beschränkt dich auf, sagen wir mal, 4. Und ich hätte gerne alle Magnete hier. Damit ich sie nicht herstellen muss. So. Das macht das Ganze auch schon mal wesentlich einfacher. So, das ist im Laufen. Jetzt brauche ich nur noch ganz viel Eisen. Das sollte nicht das Problem sein. Sehr schön. Also haben wir gleich unsere erste Auxiliary Station, die wir dann taktisch günstig so positionieren, dass die obere linke Ecke der Auxiliary Station wo ist? Ja, hier hinter, genau hinter der Mauer. Ist zwar eigentlich Verschwendung, weil da nie irgendwas hinkommt, was Strom verbraucht, weil die Türme halt weiter vorne sind, aber für später, falls mal doch irgendwas kommt. So, nimm die mal alle mit. Sammel das hier mal ein. Und das läuft einigermaßen okay. Nicht so super toll, wie es könnte. Aber es lässt mich hadern. Also die Very Fast Inserter zu bauen, weil das... Die sind echt schweineteuer.